Hallöchen! Ja, der Dezember bricht an. Bald ist er da. Oder vielleicht guckst du das Video, wenn der Dezember schon da ist. Und der Dezember steht natürlich unter dem Stern von Weihnachten. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Verführungen, Süßigkeiten zu naschen. Mehr als in jeder anderen Zeit des Jahres. Und ich möchte dir zur Seite stehen und habe 10 Tipps für dich, wie du vermeiden kannst, zu viele Süßigkeiten zu essen. Ja, oder auch sogar ganz darauf zu verzichten. Ich lebe ja mittlerweile weitestgehend zuckerfrei. Wenn du noch nicht meinen Kanal kennst bisher oder noch nichts von mir weißt, ich war viele, viele Jahre zuckersüchtig und habe die überwunden. Da gibt es eine ganze Playlist, über wo ich meine Geschichte erzähle und auch viele, viele Tipps, wie du sozusagen diese Sucht, dich von dieser Sucht befreien kannst. Also bei mir sah das so aus, dass ich manchmal 7 Stück Kuchen mir beim Bäcker gekauft habe und die aufgegessen habe hintereinander. Ich konnte mich nicht entscheiden und habe dann einfach alles aufgegessen. Oder Tafeln Schokolade oder auch Chips und also wirklich ganze Tafeln und so. Und ja, das hat sich heutzutage mittlerweile ganz geändert. Ernähre mich mittlerweile roh vegan, also nicht zu 100%, jetzt sind es vielleicht so 70-80%. Und damit geht es mir richtig gut. Ich habe nicht mehr diese Verführung von den Süßigkeiten. Ich esse schon manchmal noch, gerade wenn ich mal meinen Eltern bin oder so, was Süßes. Aber nicht mehr dieses Konventionelle, sondern ich mache mir dann, was weiß ich, ich kaufe mir dann eine Rohkostschokolade, wenn ich wirklich mal einen Hieber habe. Oder ich mache mir Energiebällchen oder sowas. Oder ich habe halt gerade wirklich voll den Spleen oder die Heißhunger, dann kann es auch mal sein, dass ich zu was Regulärem, sag ich mal, greife, Konventionellem. Aber das passiert heutzutage wirklich nur noch selten. Aber der Ehrlichkeit halber spreche ich das auch aus. Also du merkst, ich bin selber diesen Weg viele Jahre gegangen und ja, bis ich jetzt halt wirklich zufrieden und selig damit bin, mit meinem Zuckerkonsum. Und ja, jetzt zu den 10 Tipps. Ich möchte darauf hinweisen, dass, ja, ich finde Zuckeressen oder, doch Zuckeressen finde ich schon schlimm, aber jetzt so Süßverlangen finde ich einen ganz natürlichen Impuls. Aber es gibt halt Möglichkeiten, da sozusagen das auf eine gesündere Variante zu machen oder halt das zu reduzieren, um sich einfach wohler im Körper zu fühlen und mit der Seele so. Okay, dann fangen wir mal an mit den 10 Tipps. Tipp Nummer 1. Stellen wir uns vor, du bist auf eine Weihnachtsfeier eingeladen. Das kommt ja im Dezember häufiger vor oder zu irgendeinem Fest, wo jeder Plätzchen und sonst irgendwas mitbringt. Und Tipp Nummer 1 ist, dass du dir etwas mitbringst, das du wirklich essen willst, was vielleicht gesünder ist. Das können Nüsse sein, das kann ein Obstsalat sein, um einfach eine Alternative zu haben zu den ganzen vielen süßen Keksen und Kuchen, die da rumstehen, kannst du dann zu dem Mitgebrachten, was du wirklich essen möchtest, greifen und einen süßen, leckeren Obstsalat essen. Du kannst dir zum Beispiel auch eine gesunde Cashewsahne dazu machen. Dazu gibst du einfach Cashewkerne in einen Mixer, machst Vanillepulver ran und mix das Ganze durch und dann hast du so eine cremige Sahne, die du dann auch drüber gießen kannst. Eine gesunde Variante, eine vegane Variante zur herkömmlichen Schlagsahne. Tipp Nummer 2. Meide Orte, an denen permanent Süßigkeiten rumstehen. Wenn es irgend möglich ist, dann mach einen großen Bogen um die Plätzchen, die die Leute jetzt zu Weihnachten mitbringen und im Büro irgendwie in die Küche stellen oder sowas. Bitte da auch um Unterstützung und teile dich mit deinen Kollegen oder in der Familie und sag, dass dir das zu viel ist, dass du gerne da mehr drauf achten möchtest und bitte um Unterstützung, dass sie die verführerischen Sachen aus dem Weg räumen. Also versuch, so viele Räume wie möglich zu meiden, wo halt Süßigkeiten so rumstehen. Und da komme ich auch zum dritten Tipp. Und zwar möchte ich, dass du
sozusagen dich freuen kannst über jede Süßigkeit, die du geschafft hast zu vermeiden. Ja, es wird, glaube ich, es ist richtig, richtig schwer, in der Weihnachtszeit darauf zu verzichten. Deshalb würde ich dir den Tipp geben, freu dich über jedes Mal, wo du es geschafft hast und sei es nur jedes zweite Mal. Das heißt, du hast nur halb so viel gegessen wie im letzten Jahr oder wie möglich gewesen wäre. Ja? Und sei da milde mit dir und das ist auch schon der Tipp Nummer 4. Ja? Sei wirklich auch milde in dieser Zeit, du da irgendwie nicht zu hart bist, weil ja, es ist einfach wirklich diese Zeit, die ist ganz konzentriert jetzt und danach kommt auch wieder eine andere Zeit, wo es nicht so viele Verführungen gibt. Mal Tipp Nummer 5. Mach dir selbst gesunde Süßigkeiten. Ja, ich weiß nicht genau, an welchem Punkt du gerade stehst. Wenn du jetzt zum Beispiel noch ganz konventionell weißen Zucker isst, könnte zum Beispiel eine natürliche, also der Weg ist sozusagen immer natürlicher zu werden, ja, von dem weißen Zucker zu natürlichen Süßungsstoffen wie zum Beispiel Kokosblütenzucker, Agavendicksaft und solche Sachen oder auch, wie heißt es, Stevia, ne? Das sind so natürliche, unverarbeitete Süßungsmittel. Und bis hin dann zu Trockenfrüchten, also Aprikosen, Datteln, Feigen oder halt dann frisches Obst. Ja, das ist so die Endstufe an gesunden Süßigkeiten. Und du kannst einfach schauen, je nachdem wo du gerade stehst, so ein Energiebällchen kann man zum Beispiel sehr leicht machen. Kann schon aus zwei Zutaten, eine Nuss deiner Wahl, ein paar Aprikosen oder andere Trockenfrüchte deiner Wahl, das Ganze in eine Küchenmaschine oder einen Mixer durchmixen und dann hast du wirklich eine leckere, gesunde Süßigkeit. Gesunde Süßigkeiten dir herstellen, immer da liegen haben, sodass du, wenn du ein Süßverlangen hast, danach greifen kannst oder wenn du irgendwo eingeladen bist, kannst du das mitnehmen. Tipp Nummer 6. Wenn du das jetzt wirklich hardcore machst, ja, also du sagst, nein, gar keine Süßigkeiten in der Weihnachtszeit, dann empfehle ich dir trotzdem einen Cheat Day einzulegen. Das habe ich auch gemacht, als ich quasi mich von dieser Zuckersucht befreit habe, habe ich wirklich 2 Jahre lang gar keinen Zucker gegessen, gar keine Süßungsmittel. Das Einzige, was ich da zu mir genommen habe, waren Trockenfrüchte und Obst, so als Süßes. Und habe mir dann halt immer so 2 Ausnahmen in der Woche erlaubt. Oder du sagst, an dem und dem Tag, da erlaube ich mir Süßes zu essen. So, die restlichen Tage nicht, aber an dem Tag mache ich es. Und da kannst du dann zum Beispiel auch das auf den Tag legen, wo du bei Freunden eingeladen bist und dann da auch gerne einfach der Geselligkeit halber mitessen möchtest. So, ne? Und dann pack diesen Cheat Day, diesen Tag, wo du dir Ausnahmen erlaubst, auf diesen Tag, wo du eingeladen bist. Zum Beispiel in Nummer 7. Genau, und dann, so wie ich eben gesagt, bau dir einen Cheat Day ein. Andersherum auch, welche Tage sind geeignet, um wirklich strenger, sag ich jetzt mal, darauf zu achten, keine Süßigkeiten zu essen, ja? Wo hast du einen ruhigen Tag für dich, wo du sozusagen, wo es dir leichter fallen könnte, das durchzuhalten, keine Süßigkeiten zu essen, um auch mal runterzukommen, ja? Also ich habe das irgendwann beobachtet, dass es mir gar nicht gut geht, wenn ich Süßigkeiten esse, so viel oder überhaupt. Ne? Also bei gesunden Sachen geht es schon. Wenn Obst kann ich so viel essen, wie ich will, das fühlt sich immer gut an. Trockenfrüchte, da gibt es dann irgendwann auch so einen Stopp. Aber wenn ich halt so Kuchen gegessen habe, so mit Mehl und weißem Zucker und so, dann das hat sich hinterher gar nicht gut angefühlt. Und irgendwann habe ich halt angefangen darauf zu hören, dass mir das gar nicht, dass ich vielleicht den Hieber drauf habe und auch die Vorstellung toll ist. Aber wenn ich es dann gegessen habe, dann ging es mir hinterher nicht gut. Ja, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe mich aufgedunsen gefühlt. Und auf solche Signale auch zu achten und dann, ja, da dann auch leichter mal auf etwas verzichten zu können. So. Und trotzdem das halt Süßverlangen trotzdem zu befriedigen, indem du halt gesunde, süße Sachen isst. Ja? Und gesund heißt, je natürlicher, je besser. Je unverarbeiteter, je besser. Und das hängt dann damit zusammen, an welchem Punkt du gerade stehst. Ja? Ob du, habe ich schon gesagt, konventioneller noch bist oder ob du schon vegan bist oder roh bist oder Clean Eating machst. So, ne? Also schau da, wo du gerade bist und mach einen Step
der für dich möglich ist. Tipp Nummer 9 ist, Gewohnheitsenergien aushebeln. Wir haben sehr starke Gewohnheitsenergien in uns, ja, also zum Beispiel die Verknüpfung, Weihnachten ist immer mit Süßigkeiten verbunden oder Keksebacken verbunden oder immer damit verbunden, zu Weihnachtsfeiern zu gehen oder immer verbunden, ja. Und ich möchte dich einfach darauf aufmerksam machen, dass es diese Gewohnheitsenergien in uns gibt. Und da ist es wichtig oder eine Möglichkeit, die halt auszuhebeln und zu unterbrechen und neue Wege zu gehen und dafür wirklich neue Wege zu gehen. Also wenn du sonst immer zum Bäcker gegangen bist, dann diese Gewohnheit sozusagen zu unterbrechen und zum Obststand zu gehen und dir da irgendwas Leckeres, Süßes zu kaufen. Und bei Obst ist halt wichtig, heutzutage kriegt man kaum noch richtig reifes, süßes Obst. Also lass das eine Weile liegen, bis es richtig süß ist. Und genau, also versuch diese Gewohnheitsenergien, versuch das zu beobachten, welche Gewohnheiten du hast. Vielleicht hilft dir es da auch sogar, ein Tagebuch zu führen und das dann aufzudecken, wo du bestimmten Mustern folgst, die dir vielleicht gar nicht mehr gut tun. Der 10. und letzte Tipp, nähre dich auf andere Art und Weise. Süßverlangen ist oft ein Zeichen dafür, dass da die Süße des, wir sind auf der Suche nach der Süße des Lebens, ja, und Essen ist eine Möglichkeit, uns diese Süße des Lebens zu schenken, aber es gibt noch viele andere Arten und Weisen. Und vielleicht magst du mal schauen, was gibt es noch anderes, wie du dich nähren kannst und dein Süßverlangen ja, befriedigen kannst. Vielleicht endlich mal wieder dir Zeit nehmen und ein Buch zu lesen oder dir einen Wunsch zu erfüllen, irgendwelche, was weiß ich, ein Hobby, ein neues Hobby anzufangen, was dich erfüllt, ja. Schau mal, ob es da irgendwelche Dinge gibt, die du, wo du immer denkst, oh, da habe ich keine Zeit für, oder du schiebst das ewig zur Seite, vielleicht wolltest du schon immer mal eine Reise machen, die du aber, wo du denkst, oh, das geht nicht und so. Und wenn wir uns aber nähren und erfüllen mit anderen Dingen, dann brauchen wir weniger Nahrung, also wirkliche Nahrung und weniger süße Nahrung, um diese Löcher in uns zu stopfen, ja. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Also vielleicht ist auch da die Sehnsucht da, und es ist wirklich an der Zeit rauszugehen und dir eine Möglichkeit zu offenbaren, Männer kennenzulernen oder Frauen kennenzulernen, ja. Und dass du da halt auch eine andere Art von Erfüllung bekommst. Genau, das waren meine 10 Tipps. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit, sei milde mit dir und ja, hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos, kannst dir mal reinschauen, vielleicht ist eins für dich dabei, was dich interessiert. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du keine Videos mehr und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis gleich!